Heute für euch der echte Grund, warum Severus Snape Lord Voldemort von der Prophezeiung erzählt hat. Das und mehr jetzt in diesem Video. Bevor wir mit dem heutigen Video anfangen, möchte ich noch klarstellen, dass es sich bei dieser Theorie lediglich um eine Spekulation handelt und alles im Namen der Spekulation geschieht. Die Harry Potter Prophezeiung ist eine der bedeutendsten Triebfedern der Harry Potter Geschichte. Vorausgesagt von Sybil Trelawney beschreibt sie die Geburt einer Person, die die Macht haben würde, den dunklen Lord Voldemort zu bezwingen. Um unser heutiges Thema vertiefen zu können, müssen wir die Prophezeiung etwas genauer betrachten. Im Jahr 1980 führte Sybil Trelawney, die damals für die Stelle der Hogwarts-Professorin für Wahrsagerei vorsprach, ein Vorstellungsgespräch. Während dieses Gespräches begann ein desinteressierter Dumbledore das Interesse zu verlieren, als plötzlich Sybil in Trance fiel. In ihrer Trance sprach Sybil Trelawney von einem Jungen, der Ende Juli geboren werden sollte und der die Macht besaß, den dunklen Lord selbst zu besiegen. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, naht heran. Jenen geboren, die ihm dreimal die Stirn geboten haben. Geboren, wenn der siebte Monat stirbt. Und der dunkle Lord wird ihn als sich Ebenbürtigen kennzeichnen, aber er wird eine Macht besitzen, die der dunkle Lord nicht kennt. Und der eine muss von der Hand des anderen sterben, denn keiner kann leben, während der andere überlebt. Der eine mit der Macht, den dunklen Lord zu besiegen, wird geboren werden, wenn der siebte Monat stirbt. Genau diese Prophezeiung veranlasste die Familie Potter, James, Lily und Harry, sich zu verstecken, da ihr Sohn Harry alle Kriterien erfüllte, geboren während des siebten Monats. Hätte niemand Sybils Prophezeiung gehört, dann wäre es wahrscheinlich nicht notwendig gewesen, sich zu verstecken. Unglücklicherweise lauschte jedoch Severus Snape, der damals noch ein Todesser war, an der Tür und es dauerte nicht lange, bis er Voldemort diese neuen Informationen übermittelte. Aus Snapes Sicht war dies sein erster Fehler, aber vielleicht auch der Auslöser für unverzeihliche opportunistische Handlungen, die möglicherweise die Art und Weise, wie man seinen Charakter betrachtet, für immer verändern würden. Als Voldemort, der zweifellos den Jungen jagen wollte, von dem prophezeit wurde, dass er ihn besiegen würde, mit seinen Plänen begann, gerieten die Potters in höchste Gefahr. Die Familie Potter war sich der drohenden Gefahr bewusst und ergriff alle möglichen Präventivmaßnahmen, um sicherzustellen, dass sie nicht gefunden werden. Allen voran der Fidelius-Zauber. Dieser äußerst komplexe Zauber verbirgt ein Geheimnis in einer einzigen lebenden Seele, dem Geheimniswahrer. Die Information wird in dieser Person versteckt und ist fortan unmöglich zu finden, es sei denn, der Geheimniswahrer entscheidet sich, sie preiszugeben. Der Geheimniswahrer, der schließlich ausgewählt wurde, war Peter Pettigrew, auch bekannt als Wurmschwanz, da man annahm, dass Sirius Black der wahrscheinlichste Kandidat ins Visier genommen worden wäre. Wir wissen jedoch, dass Peter Pettigrew später sein wahres Gesicht zeigt und in einem berüchtigten Akt der Feigheit und auch Untreue den Standort des Potterhauses an Voldemort verrät. Nicht einmal eine Woche, nachdem er zum Geheimniswahrer wurde. Diese Tat führte direkt zum Mord an Lily und James Potter. Aber warum, fragst du dich vielleicht, sollte Snape die Prophezeiung freiwillig an Lord Voldemort weitergeben, obwohl er wusste, dass er damit das Leben von Lily Evans, der Person, die ihm am meisten am Herzen lag und das einzige Mädchen, das er je geliebt hat, gefährden würde? Nun, sagen wir mal, Snape hat das nicht wirklich durchdacht. Er hatte nur den ersten Teil der Prophezeiung gehört und sie nicht vollständig interpretiert. Er hatte lediglich einen Teil der Bedingungen der Prophezeiung gehört und wahrscheinlich nicht geprüft, wer diese Bedingungen erfüllte. Zu diesem Zeitpunkt, als die Prophezeiung Anfang 1980 gemacht wurde, wusste Snape nicht, dass es sich um Lilys Kind handeln könnte. Harry und Neville waren noch nicht geboren und Snape hatte keinen Kontakt zu Lily, sodass er nicht einmal von ihrer Schwangerschaft gewusst haben könnte. Als Snape schließlich erfuhr, dass sich die Prophezeiung auf Lily bezog, war er verzweifelt und arrangierte ein Treffen mit Dumbledore auf einer windigen Bergkuppe. Diese Begegnung wird von Harry durch das Denkarium beobachtet. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich Snape den unmenschlichen Philosophien von Lord Voldemort angeschlossen. Er war ein Mörder, Verräter und Lügner. Jemand, der alle jene verraten hatte, die ihm vertraut hatten. Je länger Harry zuschaut, desto besser kann er Snapes Position nachvollziehen. Überwältigt von Schuldgefühlen in dem Wissen, dass Voldemorts Kenntnis der Prophezeiung Lillys Leben direkt in Gefahr brachte, hatte Snape keine andere Wahl, als zu Dumbledore zu gehen. Dem einzigen Zauberer, der mächtig genug war, sich Lord Voldemort direkt entgegenzustellen und Lily zu schützen. Natürlich wusste Snape nicht, dass Dumbledore beim Schutz der Frau, die er liebte, versagen würde, aber in diesem Moment war er verletzlich und vertraute sich dem weisen alten Zauberer an.
Aber lass dich nicht für einen Moment von Snapes Hingabe an Lily ablenken, sondern konzentriere dich auf seinen Hass gegenüber James. Wir sollen glauben, dass der Snape, der Dumbledore auf dem Gipfel des Hügels traf, ein veränderter Mann war. Ein Mann, der seine Fehler eingesehen hat und selbstlos handelt. Aber ich bin hier, um dir zu sagen, dass das nicht der Fall ist und dass Snape zumindest in diesem Moment sich nicht verändert hat. Ja, Snape wollte Lily retten, aber er wollte auch noch etwas anderes. Was als Selbstlosigkeit erschien, war in Wirklichkeit Opportunismus. Zu diesem Zeitpunkt war Snape bereits seit mehreren Jahren ein aktiver Todesser. Er hatte Gräueltaten aus erster Hand miterlebt und auch begangen. Wie soll man da glauben, dass sich sein innerstes Wesen von einem Moment auf den anderen verändert hat? Ja, er sorgte sich um Lily, aber sonst um niemanden. Und Snape hasste James aktiv. Ich denke, dass Snape diese Gelegenheit genutzt hat, um James Potter töten zu lassen. Die Prophezeiung, die Vorhersage, Trelawney. Ah ja, wie viel hast du Lord Voldemort mitgeteilt? Alles, alles, was ich gehört habe. Deshalb, aus diesem Grund, glaubte er, dass es Lily Evans betrifft. Die Prophezeiung bezog sich nie auf eine Frau. Sie sprach von einem Jungen, der Ende Juli geboren wird. Du weißt, was ich meine. Er denkt, es bedeutet ihren Sohn. Er wird sie jagen, sie alle töten. Wenn sie dir so viel bedeutet, wird Lord Voldemort sich doch sicher verschonen lassen. Könntest du nicht um Gnade für die Mutter bitten, im Austausch für den Sohn? Das habe ich. Ich habe ihn gebeten. Du widerst mich an, sagte Dumbledore, und Harry hatte noch nie so viel Verachtung in seiner Stimme gehört. Snape schien ein wenig zu schrumpfen. Es ist ihnen also egal, dass ihr Mann und ihr Kind sterben? Sie könnten sterben, solange sie haben, was sie wollen. Dann verstecken sie alle, krächzte er. Bewahre sie, in Sicherheit, bitte. Snape nutzte diese Situation, um seine eigenen Interessen zu verfolgen. Seine vermeintliche Selbstlosigkeit war in Wirklichkeit ein Mittel, um James Potter aus dem Weg zu räumen und Lily für sich zu gewinnen. Sein einziges Versagen war, darauf zu vertrauen, dass Voldemort seine Wünsche respektieren und Lily verschonen würde. In dieser Passage zeigt Snape echte Sorge um das Leben von Lily Evans. Allerdings zeigt er auch wenig Rücksicht auf das Leben von Harry und James. Aus der obigen Passage geht hervor, dass Snape zuerst mit Voldemort sprach und sich nur an Dumbledore wandte, weil er unsicher war, ob Voldemort Lilys Leben tatsächlich verschonen würde. Wir erfahren nicht, wie das Gespräch zwischen Snape und Voldemort verlief, aber ich vermute, dass Snape James völlig verraten hat, indem er sein Leben auf einem Silbertablett opferte. Ich glaube nicht, dass Snape nur deshalb schuldig ist, weil er Voldemort nicht bat, James zu verschonen. Ich glaube, er hat ihn gebeten, James zu töten. Dumbledore hatte im Laufe seines Lebens viele schreckliche Dinge gesehen und getan. Zusammen mit Grindelwald hatte er die Absicht, die Heiligtümer des Todes zu erlangen, um Muggel zu versklaven und Zauberer an die Macht zu bringen. Außerdem hatte er indirekt zum Tod seiner eigenen Schwester beigetragen. Damit Dumbledore so angewidert war, wie es im Text beschrieben wird, muss er erkannt haben, dass Snape den Tod von James aus seinen eigenen gruseligen, obsessiven Absichten heraus wollte. Er muss zwischen den Zeilen gelesen und erkannt haben, dass der Tod von James für Snape ein erwünschtes Nebenprodukt war. Snape beschützte Harry später im Leben, weil seine Existenz ein Stück von Lily in sich trug. Aber James bedeutete ihm nichts. Was war also Snapes Motiv dabei? Eine ungesunde Besessenheit natürlich. Abgesehen von seiner Sorge um Lilys Leben sah Snape einen Silberstreif an der Prophezeiung. Es war eine Möglichkeit, James, den Tyrannen seiner Kindheit, ein für alle Mal loszuwerden und eine Gelegenheit, den mächtigsten dunklen Zauberer der Welt dazu zu bringen, es für ihn zu tun. Das führt uns zurück zu dem Zeitpunkt, an dem Snape die Prophezeiung zum ersten Mal an Lord Voldemort weitergab. Nach herkömmlichem Verständnis hätte Snape die Prophezeiung einfach nicht zwischen den Zeilen gelesen und daher nie eine Verbindung zu Lily hergestellt, als er die Informationen an Voldemort weitergab. Aber sollen wir wirklich glauben, dass Snape so naiv war? Snape hatte einen der brillantesten Köpfe in der gesamten Zaubererwelt, und es erscheint unwahrscheinlich, dass er von der Prophezeiung erfuhr und nicht einmal ansatzweise seine Fähigkeiten zur Schlussfolgerung einsetzte. Ich glaube, Snape wusste nur zu gut, auf wen sich die Prophezeiung bezog, und sah dies als eine Gelegenheit, Lily von der Familie zu entfernen, die sie gegründet hatte. In der Pubertät hieß es immer er oder James, und ohne James dachte er könnte sich direkt in Lilys Leben zurückdrängen. Sein einziger Fehler war, darauf zu vertrauen, dass Voldemort seine Wünsche respektieren und Lily verschonen würde. Und das war's auch schon mit dieser Theorie. Wie gesagt, das hier ist nur Spaß, also kritisiert mich bitte nicht zu sehr in den Kommentaren. Letztendlich ist Snape einer meiner Lieblingscharaktere, aber es ist trotzdem eine coole Theorie, finde ich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.